alteingesessen in Regensburger RT-Bad. Das RT-Bad gibt es seit 1952, da ist es hier eröffnet worden. Ist überhaupt nicht wegzudenken aus der Regensburger Freizeit-, Bäder-, Sportlandschaft. Ein ganz traditionsreiches Bad und viele Regensburgerinnen und Regensburger haben auch tolle Erinnerungen praktisch seit der Kindheit an schöne Sommertage oder ans Frühschwimmen gehen. Und es ist auch in einer traumhaften Situation hier auf der Insel. Ja, seit 1952 gibt es und es ist immer wieder erweitert worden. 1952 weiß ich nicht jetzt aktuell, wie viel Regensburg da Einwohner hatte, aber wir sind ja eine wachsende Stadt und seit 2000 jedenfalls haben wir gut 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner mehr bekommen. Das heißt, der Bedarf an Freizeitsportflächen, aber auch an wirklichen Sportflächen und gerade da Wasserflächen steigt ständig an und wir müssen hier schauen, dass wir auch auf dem Stand der Dinge bleiben. Ich glaube, das Planschbecken ein bisschen erweitert und dann 88, glaube ich, oder 90, 88, 90 ist das Freizeiterlebnisbecken mit der Rutsche und dem Strömungskanal gebaut worden. Also es ist immer was weiter gebaut worden und jetzt stehen wir also vor einer etwas größeren Baumaßnahme, Renovierungs- und Neubaumaßnahme und da würde ich jetzt den Herrn Koller bitten, das zu erläutern. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, Frau Bürgermeisterin, lieber Kollege Olaf Hermes, Herr Brüllmann, Herr Süß. Wir haben heute einen freudigen Anlass hier, denn wir werden das Wörthbad deutlich verschönern und für die Zukunft aufstellen. Das Bad ist 40 Jahre alt und ich glaube, man sieht es. Man sieht es an den Bodenbelägen, man sieht es am Funktionsgebäude. Es ist offen, die Umkleiden sind offen, die Duschen sind offen. Diesen Zustand, den wollen wir beheben und wollen hier einen Neubau hinstellen, damit die Regensburgerinnen und Regensburger noch mehr Freude mit ihrem Wörthbad haben. Und ich glaube, das ist schon das richtige Schlagwort, ihr Wörthbad. Das Bad ist sehr beliebt bei der Stadtgesellschaft, das wissen wir. Und uns ist es ja wichtig, dass wir den Charakter des Bades trotz Umbau erhalten. Es soll ein Freibad bleiben, es soll Bestandteil dieser grünen Lunge Regensburgs bleiben und wir gehen trotzdem einen Schritt weiter und sorgen dafür, dass wir künftig auch im Winter hier eine Nutzung darstellen können. Und das machen wir mit einer Traglufthalle, sowas hat es schon mal gegeben, 2013, 2014, das gibt es auch an anderen Orten in Deutschland. Es bleibt also in erster Linie ein Freibad und im Winter werden wir dann die Traglufthalle drüber ziehen, also außerhalb der Freibadsaison, und dann können die Sportler dieses Bad nutzen. Das verschafft uns wiederum Flächen im Westbad und auch im Hallenbad, wo wir im Winter ja sag ich mal, arg gedrängt die Menschen auf den Bahnen sehen. Wir wissen, dass wir in Regensburg aufgrund des Wachstums eigentlich zu wenig Wasserflächen haben. Wir haben gemeinsam mit der Stadt dazu auch Überlegungen angestellt, wie wir dem begegnen können. Und dies ist ein erster Schritt in Richtung mehr Wasserflächen für die wachsende Regensburger Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Wir werden in diesem Jahr mit den Planungen beginnen. Wir sind gerade dabei, uns ein Planungsteam zu suchen. Und wir werden dann in 2019 nach der Freibadsaison den Umbau starten. Und der wird nicht mal ein Jahr dauern. Also wir rechnen damit, dass wir im Jahr 2020 bereits ein neu gebautes Wörthbad eröffnen können. Der Herr Meier ist ja unser neuer Betriebsleiter hier im Wörthbad. Also er ist jetzt gerade zur richtigen Zeit hier auch Leiter geworden, weil er jetzt diesen Umbau, diesen Neubau begleiten darf und dann ein noch schöneres Wörthbad betreiben darf. Man sieht auch, die Kioskanlage ist eigentlich an der falschen Stelle, weil die Menschen sind hinten auf der Liegewiese. Das werden wir durch den Neubau beheben. Wir überlegen auch eine kleine Dampfsauna mit einzubauen, dass wir noch eine zusätzliche Attraktion hier haben. Den Eingang, den werden wir stärker in die Mitte orientieren, damit man hier direkt dann auch zu den Liegewiesen kommen kann. Also ich denke, insgesamt kluge Überlegungen. Dazu hat es eine Vorstudie gegeben. Ich glaube, da haben wir ein Plakat dabei, vielleicht zeigen wir.